Ja, willkommen zurück zum Let's Play Fahrenheit. Wir werden uns jetzt zum Arbeitsplatz begeben. Um dem lieben netten Kollegen zu helfen, der da hinten sein Problem hat. Und das war gerade wieder eine Vision. Mittlerweile wissen wir ja, dass das, was er sieht, auch eintrifft. Und jetzt muss ich mich voll konzentrieren. Sonst haue ich das Ding in den Sand. Oh, Scheiße. Was auch immer das für Teile sein soll. Wahrscheinlich riesige Flöhe oder sowas. Ja, habe ich super gemacht. Und da sieht man es wieder. Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Schwupp, auf die Decke gesprungen. Wir zerlegen das ganze Büro hier. Ich verdrück mich gerade zu oft. Das ist nicht gut. Also glücklicherweise ist es beim PC so, dass man sich verdrücken darf. Bei der PlayStation-Version weiß ich, dass man das nicht darf. Sobald man sich verdrückt, ist es dann gescheitert und dann war's das. Da hat man als PC dann so einen kleinen Vorteil. So, hier komme ich natürlich nicht mehr hinterher. Aber insgesamt habe ich es mit Bravour gemeistert. Da merken wir schon. Eine zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. No! No! Lukas? Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Jetzt kann man natürlich rätseln. War das jetzt real? Oder war es nur eine Fantasie, nur eine Vision oder was auch immer? Nun ja, ich kann zumindest so viel sagen, wenn ich das jetzt nicht richtig gespielt hätte, dann wären wir jetzt weg gewesen. Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Ja, aber momentan sitzt du halt einfach nur auf der Couch. Die übrigens recht unbequem aussieht, wenn ich das mal so sagen darf. So, vielleicht lenkt dich ja eine frische Brise ab. Geh mal raus an die frische Luft.
wenn ich das sehe, hätte ich schon Lust auf einen eigenen Balkon. Wo man sich einfach mal rausstellen kann und dumm rumglotzen. Das hier ist übrigens auch sehr gut. Das machen wir gleich mal. Boxen. Da entspannt er sich nämlich richtig. Powert sich mal wenigstens ein bisschen aus. Und auspowern ist meistens gut. Yo. Irgendetwas an mir ist anders. Ich bin stärker und schneller geworden. Oh Gott, was geht hier bloß vor? Also dagegen hätte, glaube ich, überhaupt keiner was, stärker und schneller zu sein auf einmal. So, ich würde sagen, trink noch ein bisschen Milch. Wäre natürlich schön, wenn hier auch irgendwo was zum Essen rumliegen würde. Gucken, ob ich was finde. Nee, ich finde nur schmutziges Geschirr. Und das werde ich jetzt nicht abwaschen. Oh. Ah, wir können ja nochmal den Anrufbeantworter abhören. Keine neue Nachricht. Gut, dann gehen wir pinkeln. Und auch er pinkelt im Stehen. Naja. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber es provoziert halt unnötigen Putzaufwand. Guck ich mal an, sieht in Ordnung aus. Oh, relativ. Ich mache mal ein bisschen Musik an. Dann gehen wir mal an Leppi. Oder beziehungsweise an PC ist es ja. Say goodbye, Santa Monica. Ach, wir nehmen Santa Monica. Okay, jetzt ist die Musik wieder so leise, dass man sie nicht hören kann. Naja, was soll's. Nehmen wir jetzt einfach so an den Computer. Schauen mal, was bei uns im E-Mail-Posteingang drin ist. Meine E-Mail, Posteingang. Keine neuen Nachrichten. Ach, der arme Mann. Computerspiele fordern neue Opfer. Ah. Übrigens, da oben rechts, den ihr da auf dem Bildschirm seht, das ist David Cage. Finde ich sehr nett, dass er hier so einen Cameo-Auftritt hinlegt. Und vor allem von der Schuld von Computerspielen an irgendwelchen Massakern mal so ein bisschen abrechnet mit den Medien. Weil logischerweise sind Computerspiele kein Grund, dass man, dass irgendwer Amok läuft oder irgendwelche anderen kranken Sachen macht. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber es ist halt immer die einfachste Antwort. So.
weil wir ja keine Neuigkeiten im Netz drin haben, werden wir uns mal pennen legen. Und irgendwann kommt dann ja auch noch die gute Tiffany. Also sprach, ich wollte das jetzt eigentlich lesen, aber nehmen wir auch noch mal Pillen. So oft wie ich das gelesen habe. Und er fühlt sich viel besser. So, jetzt kannst du dich auch mal hinpacken, mal die Augen zu machen. Kannst du? Kannst du? Muss ich mich ganz speziell hinstellen. So, pack dich hin. Und Augen schließen. Und auch das fördert unsere Laune ungemein. Und da ist sie auch schon. Wobei ich jetzt nicht einfach so aufstehen könnte. Also das war ja viel mehr aufspringen. Also wenn ich gerade die Augen aufgemacht habe, wenn ich gerade gepennt habe, dann bin ich einfach kein Mensch. Dann brauche ich erstmal 5 Minuten, um mich überhaupt zu sammeln. So. Mal gucken. Jupp, ist er. Es ist mir übrigens immer noch ein absolutes Rätsel, warum die beiden Schluss gemacht haben. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht? Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Setz dich. Der unangenehme Moment, an dem man seine Ex wieder sieht. Der äußerst unangenehme Moment. Aber bei den beiden wirkt es irgendwie recht harmonisch. Glas. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Genau, erstmal besoffen machen. So geht's los. Da ist die Flasche. Und das Glas auch, praktischerweise. Wo ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich ein bisschen Angst, dass er selbst aus der Flasche trinkt, weil dann wäre es natürlich vorbei gewesen. Aber nein, die Entwickler haben mitgedacht. Dann wollen wir ihr mal was zu trinken geben. Danke. Ich hätte zwar Tequila bevorzugt. Neuigkeiten? Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann nicht klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Es sind bloß 2 Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Das Lustige ist, ich kannte auch meine Krankenschwester mit roten Haaren und braunen Augen. Hat mich schon etwas erstaunt, muss ich sagen. Die haben zwar jetzt optisch nicht allzu viel gemeinsam, aber die groben Daten stimmen, sag ich mal. So, jetzt wollen wir noch die 2. Kiste holen. Es geht jetzt natürlich tierisch schnell, weil ich schon weiß, wo die Sachen sind. Aber ich versuche es immer so ein bisschen zu strecken und zu ziehen und auch zu zeigen, wie findet man das jetzt eigentlich. Es gibt nämlich noch eine Szene, die wir gleich noch sehen werden, wo man ein Buch suchen muss. Da werde ich natürlich auch den Werdegang zeigen, wie man das denn findet. Obwohl ich schon weiß, wo es rumliegt. So, da sind sie. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Sind wir mal ehrlich? Ich steck zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen, aber es ist sehr ernst. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Wenn dem nur so wäre, aber nein. Danke für dein Angebot. So, allein? Hast du einen neuen Freund? Tut mir leid für die blöde Frage. Nein, das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich bin über die Trennung noch nicht weg. Sentimental. Hey, du fehlst mir. Wirklich.
Du mir auch. Ich weiß zwar nicht, was daran positiv ist, wenn man sowas sagt, aber... Spielst du noch? Weißt du, das ist mir gar nicht mal in den Sinn gekommen. Spiel doch ein paar Takte für mich. Bitte, in Erinnerung an alte Tage. Okay, gern. Na klar. Erst trinkt sie einen Gin und dann bespielt man sie mit Musik. Wo das wohl enden soll, das werden wir gleich erfahren im nächsten Part. Bis gleich!